Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Massive Warnstreiks prägten heute die Tarifkonflikte in der Bundesrepublik. In der Metallindustrie stehen die Verhandlungen auf des Messers Schneide. In der Druckindustrie sind die Gespräche gescheitert und bei der Post sind sie offenbar festgefahren. Doch es gibt auch Hoffnung auf eine Einigung am Verhandlungstisch. Die Arbeitgeber der Metallindustrie setzten heute für den Bezirk Nordwürttemberg-Nordbaden ein Signal. Erstmals in der laufenden Tarifrunde erklärten sie sich bereit, über die 35-Stunden-Woche mit sich reden zu lassen. Die alles entscheidende Frage, wann sie denn jetzt kommt, die 35-Stunden-Woche, kann noch niemand beantworten. Mit Präsident Stumpfe tagt die Verhandlungskommission von Gesamtmetall zur Stunde in Stuttgart, um grünes Licht für weitere Verhandlungen zu geben. Am Morgen hatten die Arbeitgeber das getan, was bundesweit 250.000 Metaller im Warnstreik gefordert hatten. Sie räumten die entscheidende Hürde und erklärten, sie seien bereit, die 35 Stunden jetzt im Tarifvertrag festzuschreiben. Weil sie also im Kern akzeptiert ist, ging es heute Nachmittag um die Bedingungen. Entscheidend wird sein, wie weit man sich bei der Flexibilisierung der Arbeitszeit annähert. Also die Frage, dürfen zum Beispiel auch mal 10 Stunden am Tag gearbeitet werden? Tabu ist jedoch der Samstag als Regelarbeitstag. Ihn wird die Gewerkschaft auf keinen Fall opfern. Eher kommt sie beim Überstundenausgleich entgegen und gesteht dafür ein Jahr, wie von den Arbeitgebern gefordert, zu. Uns ist klar, dass jetzt die Kernfragen, bevor das nun im Detail geklärt werden kann, nämlich die Frage der Verteilung der Arbeitszeit, die Frage der Mehrarbeit, die Frage Wochenende, die Frage Entgelt, einen Kreis bilden, der letztlich in Abwägung aller Punkte erweisen wird, ob wir zu einem tragfähigen Ergebnis kommen. In wenigen Minuten wird hier in Göppingen weiterverhandelt. Alle Beobachter gehen davon aus, dass es eine lange Nacht wird. Erst morgen früh soll klar sein, ob sich beide Parteien in den umstrittenen Punkten entgegenkommen konnten. Sonst ist durchaus auch noch ein Scheitern möglich. Für das Scheitern der Verhandlungen in der Druckindustrie machen beide Seiten sich gegenseitig verantwortlich. Die IG Medien vermisst ein neues verhandlungsfähiges Angebot. Der Bundesverband Druck hält der Gewerkschaft absolute Kompromisslosigkeit vor. Nun soll wieder der Präsident des Kasseler Bundessozialgerichtes Reiter den Tarifkonflikt lösen helfen. Unter seinem Vorsitz beginnt am 13. Mai die Schlichtung. Mehrere tausend Drucker reagierten bereits heute auf das Scheitern der Verhandlungen. Sie traten in Warnstreiks. Dadurch können morgen einige Zeitungen gar nicht erscheinen und andere nur in Notausgaben herauskommen. Bei der Post wurden die Warnstreiks heute ausgeweitet. In rund 70 Post- und Fernmeldeämtern legten die Bediensteten, wie hier in Dortmund, die Arbeit nieder und versammelten sich zu Protestaktionen. Nach Angaben der Gewerkschaft DPG haben sich etwa 10.000 Postler an den Streiks beteiligt. In den Ämtern blieben Briefe und Pakete liegen. Die DPG spricht von etwa 30 Millionen Sendungen, die nicht abgefertigt wurden. Die Postunternehmen sagen, 9 Millionen Briefe wurden nicht zugestellt. Die Postgewerkschaft fordert, die Erholungszeiten von derzeit 6 Minuten pro Stunde auf 10 Minuten auszudehnen. Die Arbeitgeber wollen zum 1. Juli 1993 6 Minuten tariflich festschreiben. Die festgefahrenen Verhandlungen sollen am kommenden Dienstag weitergeführt werden. Die USA und mit ihr alle NATO-Partner sind bereit, aus den revolutionären Veränderungen in Ost- und Mitteleuropa Konsequenzen zu ziehen. Präsident Bush sprach sich heute vor Journalisten in Washington dafür aus, für Ende Juni oder Anfang Juli ein Gipfeltreffen des Bündnisses einzuberufen. Auf ihm solle die bisherige Strategie der Allianz neu bestimmt werden. Darüber hinaus erklärte sich Bush zu Abrüstungsschritten bereit. Die Amerikaner würden auf die Erneuerung ihrer nuklearen Kurzstreckenwaffen in Europa verzichten und auch die Pläne für eine Modernisierung der Atomartillerie streichen. In der Umgebung Manfred Wörners freute man sich. Mit dieser amerikanischen Regierung klappt die Zusammenarbeit perfekt, strahlte ein hoher NATO-Diplomat. Außenminister James Baker informierte die Verbündeten heute früh in Brüssel. Am späten Nachmittag dann trat George Bush an die Öffentlichkeit. Mit dem Verzicht auf die Modernisierung der Lernkurzstreckenraketen und der nuklearen Artillerie räumen die USA möglichen Konfliktstoff im Bündnis aus dem Wege. Auch die bisherigen Wintex-Übungen, an deren atomarem Kriegsspielcharakter es viel Kritik gegeben hatte, fallen 1990 aus. Zugleich stärken wir Gorbatschow,
mit einer Art Schmusekurs den Rücken schmunzelte, derselbe NATO-Diplomat. Meine Politik hat sich gelohnt, könne der seinen Kritikern nun sagen. Der neue Kurs, so Manfred Wörner, diene auch der deutschen Einigung. Generell dürfe es überhaupt keine Verlierer geben, nur Sieger. At the end, there must be only winners. Der Sieger Baker wurde dann am späten Nachmittag, auch das ein Novum, im Kreise der EG-Außenminister begrüßt. Über Handelsbeziehungen wolle man sprechen, hieß es offiziell, doch im Vordergrund stand auch hier die Symbolik. Schulterschluss mit den Amerikanern auch auf dieser Ebene, bevor die 2+4 Gespräche mit der Neuordnung Europas ernst machen. Nachdenken, wie man Gorbatschow wirtschaftlich stärken könne und natürlich demonstrieren, dass die deutsche Frage in Harmonie gelöst wird. Wer hätte das noch vor ein paar Wochen zu hoffen gewagt? Bei den Verhandlungen über den deutsch-deutschen Staatsvertrag rückt nach der Einigung über die Umtauschsätze jetzt die künftige Eigentumsordnung in der DDR in den Vordergrund. Regierung und Koalitionsparteien in Bonn dringen darauf, dass schnell darüber entschieden wird, wie das Eigentum an Grund und Boden geregelt wird. CDU-Generalsekretär Rühe sagte, dies sei der entscheidende Punkt für den Staatsvertrag. Die Eigentumsrechte müssten mit denen in der Bundesrepublik vergleichbar geregelt werden. Darüber wurde heute auch in Bonn gesprochen. Das erste Treffen der beiden Finanzminister. Der Katalog ihrer Gesprächsthemen heute Nachmittag war lang. Der Aufbau einer Finanz- und Zollverwaltung, denn ab 1.7. sollen in der DDR Umsatz- und Verbrauchsteuern eingeführt werden. Ab 1991 wird Lohn- und Körperschaftssteuer erhoben werden. Beide nannten die jetzt vereinbarten Umtauschwerte als ökonomisch vertretbar und sozialpolitisch ausgewogen. Dennoch, Romberg war nicht zufrieden und forderte eine sozialpolitische Nachbesserung. Wir sind davon ausgegangen, dass diese notwendigen Teuerungszuschläge im Rahmen eines besonderen Ausgleichsgesetzes festgeschrieben werden und für die Betroffenen ein unbürokratisches und nicht diskriminierendes Verfahren vorgesehen wird. Diese Position fand die volle Unterstützung der DDR-Regierung. Leider ist es nicht möglich gewesen, dieses soziale Anliegen in den Verhandlungen mit der Bundesregierung durchzusetzen. Es knirscht also zwischen den Vertragspartnern. Die Eckdaten gelten als unverrückbar und das hat Finanzminister Weigel heute noch einmal betont. Dieser massiv vorgetragene Wunsch nach einem Teuerungszuschlag für Menschen mit niedrigem Einkommen, nachdem die SPD ja in den Staatsvertragsverhandlungen zugestimmt hat, das alles sieht schon sehr danach aus, als wolle man vor der Wahl noch einmal die Zähne zeigen. Aber auch bei uns wird nicht alles so reibungslos gehen. Die Länderwirtschaftsminister haben sich auf die Hinterbeine gestellt und einhellig bekundet, dass es nicht anginge, dass sie bezahlen sollten, aber nicht mit am Verhandlungstisch säßen.